Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim hier in Windhelm und mit Lydia zusammen. Und ehe wir hier. Ja, öffnen. Hier. So. Ehe wir hier wieder mal zu lange reden schwingen, laufen wir einfach mal los. Denn wir wollen zur Winterfeste in die Akademie der Magier. Denn wir wollen uns auf die Magie konzentrieren. Das ist ja unser Steckenpferd und deswegen wollen wir das da versuchen zu verbessern. Dem Drachen, dem wir da letzte Folge begegnet sind, der dann da in die andere Richtung, ich guck gleich in die Richtung, sobald wir draußen sind, wegfliegen haben sehen, dem folgen wir nicht. Wir werden genug andere Drachen treffen, da bin ich mir sicher. Dahinter ist der geflogen. Vielleicht tut er uns ja jetzt den Gefallen und taucht jetzt wieder auf. Das wäre ja nett von ihm. Können Drachen nett sein? Ich glaube schon. Aber aktuell sehe ich nichts. Nö, nö. Manchmal denke ich, vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut. Und ich weiß es noch nicht. Tja. Find's heraus. Nee, jetzt ist es ziemlich ruhig hier gerade. Okay. Klar. Ich merke gerade, dass Windhelm immer noch als Ding ist Keksens festgelegt, Markierung setzen will ich nicht. Nein, ich möchte diese Markierung loswerden. Umgebungskarte, wie kriege ich jetzt die weg? Möchtest du deine Markierung bewegen oder entfernen? Entfernen. Dankeschön. Geht doch. So. Wir müssen trotzdem immer noch in diese Richtung. Das hat sich jetzt nicht verändert und jetzt möchte ich, ja, schauen wir mal, dass wir es hinbekommen, uns so gut wie wenig ablenken zu lassen. Das ist ja wirklich schnurstracks dahin laufen. Aber eigentlich, jetzt lass mich kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5. Vor 5 oder 6 Folgen sind wir ja schon mal losgedackelt. Mit dem klaren Ziel, aber wir sind dann komplett anders gelaufen. Und das war, oh, Schneebäre. Und das wollen wir jetzt dann mal anders machen. Das diesmal nicht ablenken lassen. Wie gesagt, das kommt des Öfteren vor. Wird auch noch des Öfteren passieren. Dass sich die Route mal spontan ändert. Aber jetzt möchte ich schon versuchen, mich darauf zu konzentrieren. Wer läuft denn da? Ist das hier dieser Mike? Sieht so aus. Nee. Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azura, der Göttin der Dämmerung. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Achso, wo finde ich diesen Schreier? Wir wissen es, aber wir fragen trotzdem mal. In den Bergen, im Nordosten. Ich markiere es auf eurer Karte. Nett von euch, aber da haben wir schon eine Markierung. Aber Dankeschön. Der Gedanke zählt, würde ich mal sagen. So. Jetzt bleiben wir auf der Hauptstraße. Beim letzten Mal sind wir ja nicht über die Brücke gegangen, sondern dann da hoch. Ach, was haben wir denn hier? Eine kleine Wassermühle. Angas Mühle entdeckt. Aber wir gehen jetzt hier schnurstracks durch. Ich habe jetzt keine Lust, in die Häuser reinzugehen. Das können wir gerne ein andermal machen. Und irgendwann muss dann da ein Weg hochführen. Gucken, wann es soweit ist. Hier kann man noch eine Menge Schneebären einsammeln. Ist nicht gerade das Verkehrteste. Das ist nichts, das ist ein Karren. Ohne was drin. So, das war ein kleiner Aufstieg jetzt erstmal. Mal wieder nach oben gucken. Man sieht halt immer auch was einen interessiert. Das da drüben sieht auch interessant aus. Auf unserer Karte sehen wir auch. Was haben wir denn hier? Interessant. Außerirdische. Nein. Aha, okay. So, wir sehen jetzt schon auf der Karte oben wieder 2 Höhlen und ein. Das ist ein Grab, ne? Da drüben rennt ein Wolf. Fällt mir gerade mal ein, was ein, weil ich überlegt hatte, den mit Pfeil und Bogen abzuschießen. Dass, wenn wir schon die orkischen Pfeile haben, dass wir sie auch wählen. Aber da müssen wir wirklich gut zielen, weil da haben wir nur 20 Stück von.
Müsstest du denn jetzt nicht mal langsam da hochgehen? Da. Diesen Weg will ich gehen. Nee. Wir gehen jetzt auch nicht querfeldein. Das lassen wir jetzt mal. Ah, hier haben wir eine Weggabelung. Dahin läuft einer. Aber das ist uns egal. So. Und hier? Ja. Wunderhold. Gut. Die Bergblumen nehmen wir mit. Und dann sind wir wohl auf dem richtigen Weg. Schneebären, Schneebären, ganz viele Schneebären. Ist das da eine Festung? Ja, das ist eine Festung, auf die wir zugehen. Schneebären. Das ist mir aber auch... Der Schnee, das ist auch immer zu kalt alles. Aber wir begeben uns jetzt so... Wir werden jetzt lange in Schneeregionen bleiben. Wenn wir der Route folgen, wie wir vorhaben. So, wie es ausschaut, müssen wir da durch. Schneebäre. Noch mehr. Und nix. Verdammt. Jemand da? Hallo? Ja, da oben steht einer. Ist das ein Gegner? Das ist ein Skelett. Ist das ein Skelett? Das war doch gerade ein Skelett. Was war denn das jetzt schon wieder? Ach herrje. Schon wieder solche Beschwörer oder was? Totenbeschwörer. Okay. Da kann uns der Feueratronarch helfen. Und die Pfeile werde ich jetzt hier nicht mehr verschwenden. Wo sind die jetzt hin? Best und Kastaf entdeckt. Brenne! Erstmal aus dem Konzept bringen und jetzt. Na komm, greif an! Ach, wir haben keine Magie mehr, ich Idiot! Ja! Wäre doch eine andere Idee. Ich will die orkischen Pfeile dafür jetzt nicht verschwenden. Alter Nordpfeil jetzt. Damit wir wenigstens etwas ausrichten können. Nummer 1. Lydia, stell dich jetzt nicht. Ich brauche eine freie Schussbahn. Wow, Lydia erwischt es gleich. Die kann ja aber, wie gesagt, zum Glück von denen nicht getötet werden. Mensch, 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 wir haben hier noch ordentlich Probleme teilweise. Ah, so und jetzt. Magiker verstärken. Ausgewichen. Hast du das gerade losgelassen, Lydia, oder was? Blitzresistenz. Wieder eine Magierrobe. Da ist jedenfalls noch einer mindestens ein Gegner. Aber wo? Da! So. Gut.
Waren das nicht mehr? Aber dann scheinen wohl Lydia und unser Feueratronage einige beseitigt zu haben. Aber wir werden jetzt nicht in diese Festung reingehen, weil die Festung kenne ich. Ist jetzt nicht riesengroß, aber es würde halt doch wieder eine Folge schlucken. Und ich würde doch jetzt gerne recht schnell mich da... Ah! Okay. Mich recht schnell voranbewegen. Komm, komm mal hier. So, ich möchte nämlich den Beschwörer hier noch. Den Totenbeschwörer-Lehrling. Hexenrabenfeder. Zerstörungszauber kosten 12% weniger Magiker. Magiker, okay, Gott. Das ist ja das, was wir schon haben. Totenbeschwörer muss ich jetzt nicht unbedingt die Magier-Gedöns haben. Ich bin sehr zufrieden, wie wir ausschauen. Und die haben wir schon ausgebeutet. So. Nee. Hier kommen wir nochmal vorbei. Also von daher können wir das dann da dann in Ruhe machen, wenn wir hier vorbeikommen. Wir gehen jetzt erstmal schnurstracks weiter. Hier haben wir nichts. Wen haben wir denn da? So, ich stecke jetzt das Feuer wieder ein. Hi. Dieser hat etwas Süßes für Mitreisende, wenn es beliebt. Wovon redet ihr? Das beste Skoma. Der süßeste Mondzucker. Natürlich zu einem guten Preis. Das scheint mir verboten zu sein. Gebt mir einfach, was ihr habt, dann geschieht euch nichts. Wir versuchen ihn einfach mal einzuschüchtern. Tja, das wird nicht passieren. Schade. Der greift echt nur mit seinen Fäusten an. Dann hat der sich geheilt. Weil der Punkt ist. Der Punkt ist ja, er sagt genug. Ey, ich wollte auch gerade noch was sagen. Das finde ich halt echt ein bisschen schade. Wir nehmen das jetzt einfach mit. Skoma auch. Nee, das ist illegal. Aber dann, wenn jetzt hier jemand vorbeikommt, na komm, wir nehmen es mit. Der Punkt, was wollte ich jetzt gerade sagen? Achso, die gehen halt zu Boden und sagen, ich gebe auf, ich will nicht mehr. Und dann stehen sie irgendwann auf, wenn sie sich erholt haben und greifen dich wieder an. Das finde ich ein bisschen sinnlos. Also von daher, ich finde es halt wirklich cool, wenn die dann wirklich zurückstecken würden und dann nicht mehr angreifen würden. Also so war bisher immer meine Erfahrung gewesen. Vielleicht mache ich da auch irgendwas falsch, aber bei mir hat das bisher nie funktioniert. Dass dann jeder seines Weges gegangen ist. Kommen wir gleich an der Höhle vorbei. Aber wo? Das Zeichen oben wird immer größer. Ach, hier. Höhle der Totgeburt. Klingt einladend. Nein, wir gehen weiter. Wir sind auf dem Weg zur Winterfeste. Darunter geht's auch. Schneebäre. Geh mir aus dem Weg. Na, da hinten haben wir's doch schon. Wo ist denn jetzt hier Wolf? Hey! Ist mal gut hier. Geht die Sonne schon wieder unter oder was? Aber dahin haben wir es schon. Also weiter muss ich mehr. Auf der Karte sieht das teilweise immer ein bisschen weiter aus, aber so weit ist es zum Glück nicht. Oh, es sieht so kalt aus. Dahin haben wir eine interessante Steinformation. Ah, das können wir alles mal in Ruhe erkunden. Jetzt nicht. Nur kurz. Pfeifende Mine. Stehlen, okay. Dann müssten hier ja an sich Freunde drinne sein, oder? Das interessiert mich jetzt doch. Entschuldigung. Pfeifende Mine. Wenn da Stehlen steht, dann müssten es ja welche sein, die neutral sind. Wir uns jetzt nicht angreifen. Wenn es Banditen wären, dann wäre es was anderes. Also dann würde das da ja nicht stehen. Deswegen möchte ich das jetzt so ganz kurz wissen. Hier liegen welche. Warten hier. Gut, die wachen auch nicht auf. Steh mal auf. Toga sagt, dass wir bald Steine finden.
Steine, für die es Gold gibt. Okay. Guten Morgen. Ich bin der beste Steinzertrümmerer, sagt Wisst ihr, wir sollten mittlerweile eigentlich reich sein. Torga war sich sicher, dass wir im Gold schwimmen würden. Natürlich, wenn ich aufwache und da steht eine fremde Person, würde ich auch einfach reden. Langsam glaube ich aber, dass wir hier nicht mal Eisen finden. Und dabei arbeiten wir hier schon so lange. Okay, cool schaut das hier aus. Wer bist du? Jedes Mal, wenn ich des Arbeitens müde werde, denke ich daran, dass mich vielleicht der nächste Schlag reich macht. Das motiviert mich wieder. Also wirklich ernsthaft mit jemandem reden, können wir nicht herausfinden, was sie hier genau, also die Suche nach es wird wertvoll geschehen, das weiß ich. Wir werden etwas Besseres als Eisen finden. Silber oder vielleicht sogar Gold. Ihr werdet sehen. Macht mal. Euer Ding, nicht meins. Hier oben ist nichts. Okay. Gut, dann können wir ja wieder gehen. Hat uns gefreut. Nicht. Man kann ja nicht mal mit jemandem in Ruhe reden. Also man hat auf Reden gedrückt und man hatte keine Auswahl, irgendwas auszusuchen, was man sagen möchte. Boah, schaut das geil aus. Wer kommt da? Hat das da hinten gerade geblitzt? Hallo? Was ist los? Drachen? Nö. Wache vom Winterfeste hier. Na, wahrscheinlich geht Winter... Ach, vom Winterfeste. Na klar, natürlich. Mein Fehler. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ich hab's kurz mit Windhelm verwechselt. Aber hat das sich gerade dahin geblitzt? Naja. Weiter geht's. Da drüben können wir's schon sehen. Die sind bald da. Der Schrein von Azura. Ach, ist da oben. Sind wir dran vorbeigegangen. Dadam, passiert. Können wir immer noch später besuchen. Können die Bahnringe. Da, Akademie vom Winterfeste. So. Ach, ich Idiot. Zack, so. Wo denn? Wer ist denn das? Wow! Ein Argonia! Der fügt mir für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Schaden zu. Du hast uns einfach angegriffen. Mann, ey, wir sind Kollegen. Schlimm. Oh, Stab der Flammen. Oh, das ist natürlich geil. Das ist cool. Das gefällt mir. Ist denn dieser... noch mehr Wölfe? Ach nee, es sind immer noch dieselben Wölfe. Der Argonia hat mich jetzt total durcheinander gebracht. Das ist ein Moment. Zerstörung. Komm schon. Ach, ich hasse das. Ich bin hier... So. Feuerzauber. Gehört der Stab da dazu? Ja, ne, oder? Würde ich schon sagen. Na du, fühlt sich wohl bei uns. Das ist schön. Von hinten. Wow! Dein Ernst? Nein, warte. Einen Moment. Ja. So. Komm, Lydia. Nein! Verdammt, der hat das nicht abbekommen! Komm!
Wow, zwei Säbelzahntiger sind deutlich, naja, mindestens einer zu viel. Wow, das war knapp. Aber langsam bekomme ich das Gefühl, dass wir einfach noch für diese Örtlichkeiten hier zu schwach sind, ey. Was traurig ist. So. Und es schneit immer mehr. Das ist doch nicht wahr. Jo, willkommen im Winterfest, würde ich mal sagen, ne? Grüße. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen und ich? Ich muss hier Wache schieben. Dass der das will? Wer bist du? Es ist mir egal, wie viele Akademien sie bauen und wie viele Häuser das Meer verschluckt. Was habt ihr hier in Winterfeste zu schaffen? Ich rede mit dir. Ich bin wegen der Akademie hier. Ich bin nur auf der Durchreise. Spielt das eine Rolle? Und ob? Durch die Akademie haben wir schon genug Probleme. Da können wir keinen brauchen, der noch mehr Ärger bringt. Wenn ihr nicht wegen der Akademie hier seid, habt ihr eigentlich gar keinen Grund, in Winterfeste zu weinen. Seid ihr der Jarl? Ich suche nach Arbeit. Ich möchte mehr über die Geschichte von Winterfest erfahren. Was stimmt mit der Akademie nicht? Seht euch doch um. Diese verdammten Magier sind schuld daran, dass es in Winterfest so aussieht. Die hocken da oben in ihrem Turm und hecken wer weiß was aus. Und wer kontrolliert sie? Die Wachen wagen sich gar nicht da hinauf. Es sei denn, sie haben keine andere Wahl. Seid ihr der Jarl? Winterfeste hat viel von seiner Geschichte eingebüßt und damit auch viel von seiner Macht. Ich habe vor, das zu ändern. Ich habe Gerüchte über die Ruhestätte des Helms von Winterfeste gehört. Eben jenes Helms, den Jarl Hanse in der ersten Ära trug. Hanse war ein Anwärter auf den Thron des Großkönigs von Himmelsrand. Mit dem Helm könnte ich bei den anderen Fürstentümern Gehör finden und mir etwas Autorität verschaffen. Ich besorge den Helm. Gut. Ich werde eine schöne Goldsumme für euch bereithalten. Das klingt doch schön. Nein, im wären wir doch gleich in diesen Ingol-Hügel-Grab in dieses. Ach nö. Nehmt das. Ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut. Verliert es nicht. Was? Erklärt euch. Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Wer denn jetzt? Wo denn jetzt? Geil, der Jarl geht einfach mal gebückt weg. Tschüss! Wer denn jetzt? Irgendeine Armschiene war es doch. Lederarmschiene des Schlossknackens. Huh. Wir haben aktuell die hier. Gefällt mir besser. Warum? Ich check's nicht. Erstmal ins frostige Feuer. Da ist bestimmt schön warm. Wir haben einen gebückten Jarl getroffen und irgendeine Stimme, die uns was gegeben hat. Könntet ihr den Geruch beschreiben? Als ob ein schreckliches Monster. Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Was habt ihr getan? Es war eine kleinere Fehlkalkulation. Ich habe sie für zukünftige Experimente bereits berichtigt. Sagt einfach genau Bescheid, wenn ihr etwas essen oder trinken wollt. Haben die Leute ein Problem mit der Akademie, Nelaka? Meine Tage an der Akademie sind lange vorbei, aber ich bleibe gern in der Nähe. Gehört ihr zur Akademie, obwohl er die Frage gerade beantwortet hat? Nein, ihr Götter, nein, schon seit Jahren nicht mehr. Ich hatte Winterfeste eine Weile verlassen und bin bei meiner Rückkehr hier in der Herberge eingezogen. Und weshalb wohnt ihr hier in der Herberge? Ich bin immer noch mit meinen Forschungsarbeiten beschäftigt. Und hier in Winterfeste habe ich Zugang zu meinen ehemaligen Kollegen. Gut, also schön für dich. Ja, die üblichen Zimmer, ne? Wenn ihr mit der Akademie zu tun habt, könnt ihr gerne bleiben.
Im Grunde genommen ist das auch unsere Haupteinnahmequelle. Ich habe etwas von einer Akademie gehört. Genau. Die Akademie von Winterfeste im Norden vor der Stadt. Kann man kaum verpassen. Ja, ist richtig. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr was? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Drachen in Berg Antor. Ja, mach mal, locker, sofort. Also gut. Jo. Hast du da ein Alchemielabor dort unten? Geh einfach mal in seinen Keller rein. Schauen wir mal, was wir da in dem Keller so finden. Was uns da erwartet. Ein großer Keller erwartet uns. Da pennt er bestimmt da hinten. Aber irgendein Labor, also Alchemielabor oder so, hat der hier nicht. Aber davon wird man wahrscheinlich... Oh, hallo. Eirid. Aber davon wird man wahrscheinlich genug dann in der Akademie finden. So, während ich jetzt zurückgehe, würde ich sagen, beenden wir diese Folge hier. Wir sind in Winterfeste angekommen. Ohne große Umwege, nur einmal ganz kurz in die pfeifenden Minen, oder wie das Ding hieß. Aber jetzt sind wir jedenfalls hier und in der nächsten Folge watschen wir dann rüber in die Akademie der Zauberer. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt. Jo, automatisches Speichern und dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.